Ich bin aus Pemberton und or Lucky Nick Reisen, den besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zurück zu Luke und Nick Reisen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar den Paul in Nepal. Hallo Paul. Namaste aus Nepal. Ja, das hört sich doch schon mal cool an. Für die Leute, die dich jetzt nicht kennen, stell dich doch erstmal vor. Hallo Luke und Nick Reisen Zuhörer. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Ja, gern geschehen. Ich bin Paul, bin Architekturstudent und komme ursprünglich aus Darmstadt, studiere aber in München und bin jetzt fast fertig mit meinem Master. Mache jetzt nicht im Rahmen von meinem Studium ein Projekt in Nepal, worüber wir jetzt im Laufe des Interviews noch viel reden werden. Genau, also darum soll es auch heute gehen, um das Projekt, was Paul und mit seinen Kollegen in Nepal verfolgt. Kurz vorher zur Info, wie Paul und ich uns kennengelernt haben. Ich habe nach meinem Abitur ein Auslandsjahr in Australien gemacht. Und ja, da sind Paul und ich, Paul hatte zu der Zeit auch noch einen Kollegen bei sich, sind wir uns ja über die Füße gelaufen, als wir, glaube ich, zusammen gearbeitet haben. Stimmt das? Genau, also wir haben uns ja ganz in der Nähe von Melbourne auf der Farm auf der Traubenplantage beim Arbeiten das erste Mal getroffen und sind uns dann auch immer wieder über den Weg gelaufen, wie das ja relativ oft in Australien so ist, wenn man sich einmal trifft, dass man sich, wenn man die ähnliche Reiseroute entlang der Ostküste hat, immer wieder trifft. War auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit, auch für mich. Ja, ist auch leider jetzt schon wieder ein Weilchen her. Jahre sind ins Land gezogen, aber ja. Paul und ich haben den Kontakt noch ein bisschen hochgehalten und dann habe ich davon gehört, dass Paul gerade in Nepal ist und ich habe das gedacht, das wäre doch mal ein interessantes Thema für unseren Podcast. Ja, und deswegen sitzen wir jetzt heute hier, Paul in Nepal, ich zu Hause. Dann lass uns einfach mal gleich starten. Was hat dich denn nach Nepal getrieben und was hat es mit diesem Projekt auf sich? Da kann ich erstmal ein Stückchen ausholen. Ich war auch tatsächlich im Rahmen meines Studiums jetzt ist es schon 2019, ja. Letztes Jahr in Ecuador, wo wir Anfang des Jahres mit der Uni ein Kulturzentrum an der Küste gebaut haben, aus einem ähnlichen Grund wie hier. Es war nach Erdbeben Wiederaufbau, beziehungsweise das Land hat eben auch eine große Krise gehabt und wir waren dann mit unserer Uni-Gruppe dort, haben von München aus damals geplant und das dann in Ecuador umgesetzt. Und in dem Rahmen hatten wir mal einen Gastvortrag von dem Till Gröner, der jetzt unser Projektvater ist, den haben wir dort kennengelernt, der eben auch viele Projekte im Ausland macht. Man kann Entwicklungshilfe sagen, manche mögen das Wort nicht. Wir versuchen, Hilfe zur Selbsthilfe zu sagen, ja. Sodass wir also ein Projekt starten, wodurch Leute eher die Möglichkeit haben, aus ihrem eigenen Kapital, was dann vor Ort ist, mehr Profit zu schlagen. Ziel des Projekts ist also, ihr baut eine Lodge in Nepal und versucht dann dadurch der Community zu helfen, dass die dadurch ja was besser machen können? Oder? Genau, Ziel des Projekts ist in erster Linie der Community zu helfen. Es ist ein Bergdorf mit 700 Einwohnern. Mhm. Das Projekt wurde eigentlich so geboren, dass jetzt ein Projektteam Nummer 1 vor uns schon da war und eine Schulerweiterung gebaut hat. Mhm. Dadurch kam dann die Möglichkeit auf, dass wir dort weiterbauen können und die Idee der Lodge wurde geboren. Es wird also eine Lodge. In Nepal hier ist die Tourismusbranche mit Abstand der größte Wirtschaftsfaktor. Okay. Und wir wollen eben die Lodge bauen,
sie quasi der Community übergeben, die sie dann leiten soll mit Unterstützung aus Deutschland. Und alle Einnahmen, die in die Lodge fließen, sollen in weitere Projekte wie Kindergärten, Organic Farms, Schulen, Krankenhäuser und so weiter dann investiert werden. Okay, also es soll nicht nur bei der Lodge bleiben, sondern das soll sich auch noch auf jeden Fall auf andere ja, Bereiche ausweiten und ja, vielleicht Arbeitsplätze für mehr als einige wenige schaffen. So habe ich das jetzt verstanden. Genau. Es soll eigentlich die Initialzündung für viele Synergien sein. Auch jetzt unsere Arbeit schafft er schon Arbeitsplätze, wobei das jetzt nicht in erster Linie der Gedanke ist. In erster Linie ist der Gedanke tatsächlich, Einnahmen ins Dorf zu bringen, die dann weiter verwendet werden können. Okay. Ja, das hört sich doch alles schon mal ganz ordentlich an. Vielleicht noch mal kurz ein bisschen zurückrudern. Wie kam es dazu, dass ihr euch dazu entschieden habt, das in Nepal zu machen? Ich hatte ja schon erwähnt, dass der Kontakt über unser Ecuador-Projekt zustande kam. Wir hatten uns dann vergangenen Sommer immer öfter mit unserem Projektleiter Till getroffen, ja, der zu dem Zeitpunkt die Arme bzw. die Fühler nach Afrika und nach Nepal ausgestreckt hat. Also in Afrika, in Ruanda hat er auch Kontakte und auch schon Land angeboten bekommen. Das ist dann an der Bürokratie von irgendwelchen Ämtern gescheitert. Ja. Und hier in Nepal haben wir dann eben dieses Stück Land geschenkt bekommen. Wir waren eigentlich die ganze Zeit, unser ganzes Projektteam, immer die ganze Zeit offen für beide Länder. Ruanda, Nepal, ist beides sehr spannend. Ja. Also war für uns beide sehr spannend im Voraus. Und erst Anfang Oktober, als wir das Projekt dann final gestartet haben, war eigentlich erst klar, dass es Nepal wird. Aber hat sich auch als sehr gute Schicksalswendungen rausgestellt. Ja, also dir gefällt es da drüben in Nepal? Ja, was man sagen kann, ist, dass das Land, glaube ich, so wie sich fast jeder vorstellt, super friedlich ist. Die Menschen sind sehr offen und empfangen einen herzlich. Vor allem kommt es eben durch die Religion und die Kultur. Vor allem sind es Hinduisten, aber auch viele Buddhisten. Die ja an sich ein sehr friedliches Völkchen sind. Und ja, also man fühlt sich überall super sicher und willkommen. Und auch gerade in dem Bergdorf, in dem wir jetzt arbeiten, werden wir super aufgenommen und kriegen Unterstützung also das hätte besser nicht laufen können. Ja, das hört sich doch gut an. Habt ihr, ihr arbeitet vor Ort auch mit lokalen Arbeitern zusammen? Genau, also wir haben bisher bis zu 20 Arbeiter mit bei uns auf der Baustelle, ja, die uns bei allem Möglichen helfen. Also am besten sind sie einsetzbar in den Dingen, die sie schon öfter gemacht haben natürlich, wie zum Beispiel Wände aus Naturstein oder Lehm bauen. Ja. Aber im Grunde kann man ihnen alle Arbeiten auftragen und sie helfen uns eben für einen Lohn, der sogar über Landesdurchschnitt ist. Okay. Wodurch dann wieder jeder quasi einen positiven Effekt jetzt schon in der Bauzeit bekommt. Also heißt das, ihr bezahlt sogar die Arbeiter schon? Haben die Arbeiter denn, wenn das Projekt beendet ist, sind die denn dann immer noch direkt involviert in diesem Projekt, in dieser Lodge? Oder sind das jetzt nur externe Arbeiter, die dann später woanders wieder weitermachen? Oder wie? Weißt du darüber was? Ja, also grundsätzlich sind das Arbeiter aus dem Bekanntenkreis dieses Dorfs, die meisten von denen eben auch schon handwerkliche Erfahrung haben, einige aber auch nicht. Viele machen dann eben auch General Labor, wie Schubkarren schieben und so weiter. Ja. Einige werden auch hoffentlich Arbeit bekommen in der Lodge und arbeiten, die mit der Lodge zusammenhängen. Andere werden danach erstmal weiter in dem Feld tätig sein, wo sie vorher tätig waren. Und das ist eigentlich Landwirtschaft. Und auf nächste Projekte warten. Also im Grunde ist jeder von diesen Leuten im Dorf, sagen wir mal, 90% der Leute im Dorf sind in der Landwirtschaft tätig und ernähren sich quasi selber und verkaufen einen kleinen Teil von den Erträgen. Okay.
Wie läuft denn da so die Kommunikation zwischen euch und den Arbeitern ab? Und vor allem, wie ist so die Chemie zwischen euch? Merkt man so den Kulturunterschied oder seid ihr alle so ungefähr auf einem Level und kommt alle gut miteinander aus? Die Kommunikation läuft mit den paar Leuten, die besser Englisch können, ganz gut. Und über die läuft auch immer die Kommunikation mit den weiteren, die nicht so gut Englisch können. Der Sukuman, der zum Beispiel uns das Land geschenkt hat, auch für sich und als Investition für die Zukunft, da das Projekt ja für sein Dorf einen guten wirtschaftlichen Aufschwung bringen wird, war zum Beispiel auch schon in Dubai. Bauarbeiter, so wie das ganz viele Nepalesen waren, deshalb kann er besser Englisch. Und ansonsten, die Chemie ist super, also wir verstehen uns auch ohne Sprache eigentlich sehr gut, weil, wie gesagt, die Nepalesen so ein freundliches Volk sind, viel lachen, einem nie irgendwas neiden würden oder Böses wollen. Im Gegenteil, es ist sehr oft so, auch wenn wir jetzt schon in Kathmandu unterwegs waren, dass Nepalesen einen eigentlich fast schon anhimmeln. Ja, die Es ist hier üblich, westerlichen Leute wahrscheinlich. genau, ja, es ist hier sehr üblich auch, dass Männerfreundschaften werden ganz anders ausgelebt. Also man Okay, kommt was heißt hier das? irgendwie in eine Disco und einem wird erstmal Komplimente gemacht, wie schön der Bart ist und ob man nicht tanzen will. Wobei das, so wie ich das jetzt aufgefasst habe, wirklich unter Männern hier ganz normal ist. Also es gibt ein ganz anderes Untereinander, dafür aber auch leider nicht so fortgeschritten wie in der westlichen Welt, ein anderes Verhältnis zwischen Mann und Frau. Okay, also eher, dass der Mann dominierend ist. Genau, ja, also teilweise war es schon so, dass wir werden oft in unserem Dorf eingeladen zum Essen oder zum Reisschnaps trinken. Und dann ist es schon ganz klar so aufgeteilt, dass die Frau kocht und die Getränke serviert und dann Okay. auch nicht mit der Gruppe mitisst. Also die Frau hat gerade hier auf dörflichen Regionen eine ganz andere Rolle noch. Okay. Ja, das ist vielleicht auch nochmal so ein, ich glaube, ein Thema, wo man auch nochmal sehr lange drüber reden kann. Da wollen wir uns heute vielleicht eher nicht so drauf fokussieren. Wir wollen uns ja um das Projekt kümmern. Wie läuft denn so ein, ja, so ein üblicher Arbeitstag bei dir und bei euch in Nepal da drüben ab? Also inzwischen hat sich's ja jetzt so eingegroovt, dass wir endlich fertig sind mit der Planung und wirklich Tag für Tag arbeiten. Wir hatten auch zwischendurch nochmal 2 Wochen, wo wir detailliertere Bauplanung machen mussten, wo wir dann teilweise 8 bis 10 Stunden am Tag in unserem Haus geplant haben mit unseren PCs. Jetzt ist also Arbeitstag-Rhythmus. Wir haben 6 Tage die Woche. Sonntag ist frei. Unser Arbeitstag beginnt um 7 Uhr, wo wir uns zum Morgenappell treffen und aufnehmen, wer alles da ist und Aufgaben verteilen. Dann gibt es für uns Planer, also für uns als Team, um 7:30 nochmal einen Tee, um nochmal den Tag durchzusprechen. Dann arbeiten wir bis um 10. Da gibt es dann, hier wird es um 10 Uhr Mittagessen genannt, jeden Tag Reis mit Linsen. Also das traditionelle nepalesische Gericht Dal Bhat. Da hat man dann Heißt Gott sei Dank Dal Bhat, Okay. also Dal sind die Linsen und Bhat ist der Reis. Dazu gibt es Okay. immer noch ein Curry des Tages, entweder Spinat, Kartoffeln, Blumenkohl, also viele Dinge, die wir auch so aus Westeuropa kennen. Wer kocht das für euch kurz? Wir haben unseren eigenen Koch, der mit Abstand beste Englischsprecher, weil er in Dubai als Koch gearbeitet hat. Okay, Der na, das ist ist auch ja eine gute hilfreich. Kontaktperson, der uns wirklich super, super gut bekocht und auch noch nie irgendwas passiert ist, was irgendwie unser Magen nicht bekommen ist oder so. Ja, das kann, aber wir lachen jetzt darüber, aber ich glaube, das kann schon mal vorkommen, wenn man sich vor allem in den Bereichen der Länder auffällt, wo man es halt dann auch nicht gewohnt ist, ne? Genau, gerade die Schärfe kann einem, wenn man es nicht gewohnt ist, schon zusetzen und dann eben auch noch das Wasser, was nicht immer unbedingt gekocht wird. Aber wir sind da verschont geblieben. Und wenn ich gerade noch den Tagesablauf fertig bringen kann, dann ist es jetzt eigentlich so, dass wir nach dem Dal Bhat immer schon froh sind, dass wir echt schon was geschafft haben, weil wir immer so früh anfangen.
Dann nochmal 4 Stunden arbeiten bis um 2. Da bekommen wir nochmal einen kleinen Snack. Und dann geht die Arbeit bis um 5. Dort dann verabschieden wir alle Arbeiter und wir arbeiten meist noch weiter, so circa eine Stunde, weil es dann noch einigermaßen hell ist. Bringen wir noch Sachen fertig und fassen den Tag nochmal zusammen und überlegen uns, was für den nächsten Tag dann für Arbeiten anstehen. Und dann ist es, wie gesagt, auch schon dunkel um 6 Uhr. Wenn die Sonne weg ist, wird es auch relativ kalt. Also tagsüber hat es 15 bis 20 Grad. Nachts wird es jetzt um die Jahreszeit um die 0 Grad. Und wir Okay, haben ein ja. Haus ohne Dämmung und Heizung. Oh. Das heißt, abends wird es dann schon ziemlich frisch. Und wir sitzen dann noch ein bisschen zusammen, trinken noch einen Tee oder mal einen Whisky. Der wärmt von innen. Der wärmt gut von innen, genau. Spielen noch mal Karten und hören Musik, aber meistens ist man dann gegen 8, 9 auch schon so fertig und einem ist so kalt, dass man ins Bett fällt. Ist der Tag auch schon wieder vorbei. Ja, klingt abwechslungsreich, aber auch sehr, ja, sehr anstrengend und hart. Ihr arbeitet auch dann alle, auch ihr Architekten und Planer und alle, die arbeiten auch alle voll, ja, körperlich mit. Richtig. Genau, also wir packen komplett an, schippen und schaufeln, machen Beton und was auch immer anfällt, und vergeben natürlich die Hilfsarbeiten oder die Arbeiten, von denen wir wissen, dass sie die Arbeiter aus dem Dorf besser können, vergeben wir dann. Okay, also alles gut aufgeteilt. Gab es denn bisher auch schon mal irgendwie Komplikationen oder sowas? Ja, sowas gibt es hier auch. Also es ist vor allem eben die Sprachbarriere eine große Hürde. Also, dass halt echt viele Missverständnisse passieren. Also, dass zum Beispiel anstatt einer Tür ein Fenster eingebaut wurde, oder? Ja, so krass war es noch nicht ganz, aber es ist jetzt auch so, dass wir oft versuchen, wir haben zum Beispiel in den ersten 2 Wochen, wo wir hier waren, unser eigenes halt zu Hause gebaut, haben so auch schon mal die Arbeiter gut kennengelernt und haben dann eben genau diese Komplikationen erstmal wirklich erfahren, dass man was ausdrückt und am Ende wird es doch anders gebaut oder die Arbeiter meinen, sie wissen es besser, obwohl wir uns genau was dabei gedacht haben und es eigentlich gern so bauen würden. Oder sei es Bestellungen, die dann nur zur Hälfte ankommen. Also ist schon mal was ganz anderes als in Deutschland wahrscheinlich, ne? Genau, man hat eben einfach nicht diese Planungssicherheit, wie man sie jetzt in Deutschland hätte. Wie geht ihr dann mit diesen Komplikationen um? Seid ihr mittlerweile schon gelassener oder wie läuft das ab, wenn da jetzt zum Beispiel was falsch gemacht wurde oder der Arbeiter oder ja, ein Local sagt, dass das vielleicht anders besser wäre? Teilweise gehen wir damit mit Sicherheit schon wesentlich gelassener um in Zwischenzeit. Also wenn man was hier lernen kann, dann ist es eben auch die Gelassenheit. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ein klares Ziel vor Augen und müssen uns auch durchsetzen und haben eben gelernt, noch besser zu kontrollieren und noch öfter zu kontrollieren und im Notfall wirklich 10-mal nachzufragen. Aber es gibt dann natürlich auch so Momente, wo wir dann irgendwie Hindernisse durch die Bürokratie oder Arbeiten, denen die organisatorischen Arbeiten, die der Community, denen die Community nicht nachkommt, die uns dann behindern, dass wir dann wirklich fast verzweifeln, Ja. weil wir dieses Ziel nicht erreichen können. Ja, das behindert uns natürlich, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch lehrreich für die Community, wenn wir dann die Anforderungen quasi höher schrauben und versuchen, unseren Stempel noch mehr darauf zu setzen und ihnen noch genauere Anweisungen geben und sie dann eben auch was von unserer deutschen Gründlichkeit lernen können. Also meinst du, die nehmen da auf jeden Fall was von mit und sind sie sich jetzt, also sind jetzt nicht irgendwie beleidigt in irgendeiner Art, sondern können die das schon alles nachvollziehen? Also es gibt immer wieder die Momente, wo gerade Personen, mit denen wir viel kommunizieren, immer wieder anzweifeln. Einer der Lieblingssätze ist, I think not possible. Okay. Und da merkt man dann schon natürlich, dass teilweise einfach die Erfahrung oder das Vorstellungsvermögen nicht so weit reicht, wo wir dann uns versuchen, das zu erklären und versuchen müssen, irgendwie uns durchzusetzen. Und es dann im Grunde im Nachhinein auch
dann anerkannt wird, dass es wahrscheinlich die bessere Entscheidung war. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ja, solche kleinen Rückschläge sich auf Dauer dann summieren und vielleicht ja, den Zeitplan ganz durcheinander schmeißen. Seid ihr denn noch im Zeitplan? Wir haben tatsächlich festgestellt, dass wir eigentlich vor einer Woche die Fundamente fertig haben wollten Okay. und das nicht ganz geschafft haben. Aber so ein Zeitplan ist natürlich, gerade wenn man die Bedingungen nicht so vor Augen hat und nicht weiß, was für unvorhergesehene Dinge passieren können, ziemlich abstrakt. Uns ist inzwischen, haben wir uns selber eingeräumt, dass es eine Möglichkeit ist, dass dieses Projekt nicht fertig wird, aber unter demselben Namen und demselben Träger fertig gebaut wird von deutschen Kollegen, die auch schon Schlange stehen, dass sie hier nach Nepal können und weiterbauen können. So lief das auch mit dem ersten Projekt, das von der ersten Gruppe aus Augsburg nicht ganz fertig gebaut wurde, und wir dann eben jetzt dann fertig gebaut haben. So bedeutet das, dass jetzt immer weiter, was ja auch gut für das Gesamtprojekt ist, dass immer weiter neue deutsche Studenten hierher kommen können und weiter an diesem Projekt und weiteren Projekten dann mitarbeiten. Ja, ich kann, also das ist natürlich einerseits auf jeden Fall gut und richtig, dass das Projekt beendet wird, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das für dich dann auch ein bisschen, ja, irgendwie da auch ein bisschen, ja, wie sagt man, blöd ist, weil du, man will ja dann auch gerne, wenn man da so ein Projekt anfängt, das auch dann selbst auch gerne beenden. Ja, genau, auf jeden Fall. Ich bin auch mit diesem Ziel hierher gekommen und das Projekt ist so aufgebaut, dass wir den Lodge-Entwurf quasi, das Grobkonzept wurde vom Till entwickelt und wir haben es weiter verfeinert. Ja. Und es ist so aufgebaut, die Lodge, dass es mehrere einzelne Raumhäuser gibt, die jeweils eine eigene Funktion haben. Ja. Es sind zwei Schlafzimmer, zwei Bäder, ein Eingangshäuschen, eine Terrasse, die baue ich, und eine Küche. Und jeder ist für eins von diesen Raumhäusern, die ineinander gesteckt werden, zuständig. Und wenn ich jetzt sage, wir haben uns eingeräumt, dass das Projekt eventuell nicht fertig wird, dann bin ich immer noch, dann glaube ich immer noch fest dran, dass ich meine Terrasse fertig bekomme, aber eine von den nächsten Gruppen dann eben eins von den übrig gebliebenen Häusern fertig baut. Weil Okay. dafür noch nie jemand wirklich zuständig war und wir uns eigentlich vorgenommen hatten, das dann zusammen zu machen. Jetzt aber gemerkt haben, dass es recht knapp wird. Aber ja, du hast recht, man will fertig werden und am Ende eigentlich mit einem Foto nach Deutschland kommen, aber da muss man sich wirklich zurückstellen und das Gesamtprojekt sehen und kann nicht, im Grunde geht es ja nicht um uns als Einzelpersonen, sondern um das Gesamtprojekt. Und ich glaube auch, wenn ihr jetzt auch noch nicht am Ende nicht fertig sein solltet, ihr habt ja trotzdem erstmal der Community vor allem dadurch schon mal deutlich weitergeholfen, schätze ich mal. Und ihr habt ja auch für euch selber wahrscheinlich einiges mitnehmen können und auch eure Erfahrungen gemacht, wie du auch schon erzählt hast. Und auch ja, selbst einfach Sachen neu gelernt. Also ich denke mal, auch wenn es nicht fertig sein sollte, war das dann kein Misserfolg so. Nee, absolut nicht. Also jede Erfahrung, die man hier macht, wird einem auf jeden Fall zugutekommen später. Und auch die Dinge, die nicht funktioniert haben, also jeder einzelne Fehler ist wieder eine Lehre. Das klingt so ein bisschen abgedroschen, aber im Grunde ist es wirklich so. Manchmal kann man eben nicht vorhersehen, was passiert, aber am Ende hat man eine Lehre gezogen aus der Aktion, die passiert ist. Konntest du denn Gemeinsamkeiten, noch andere Gemeinsamkeiten zu dem Projekt in Ecuador so ziehen oder sehen? Im Grunde war das Projekt in Ecuador deutlich durchgeplanter, weil es eben in dem Rahmen der Uni gelaufen ist und wir insgesamt 23 Studenten waren, also eine Gemeinschaft von eigentlich allen Deutschen, die das zusammen durchgezogen haben und wir im Voraus detaillierte Baupläne hatten, teilweise im 1:1 Bauplanformat, wie eine IKEA-Anleitung. Und das dann eben dort einfach stoisch abgearbeitet haben. Wohingegen wir jetzt hier viel weniger konkrete Planung hatten. Wir hatten unser Grundkonzept und kannten das Grundstück, mussten aber nochmal ganz anders auf das Grundstück hier eingehen, nachdem wir hier erst wirklich gesehen haben, wie das funktioniert und wie die Bedingungen sind.
Aber was eine ganz klare Gemeinsamkeit ist, sind die Kommunikationsschwierigkeiten, die wir auch in Ecuador hatten. Okay. Sowas ist eben was ganz anderes als Arbeiten in Deutschland, wo du eigentlich weißt, womit du rechnen kannst und dich eben immer gut verständigen kannst. Also würdest du sagen, als du jetzt nach Nepal gekommen bist am Anfang, war das schon ähnlich zu Ecuador oder war das nochmal komplett anders? Ich muss sagen, dass Nepal das ärmste Land ist, in dem ich war. Wenn ich jetzt mal hier nur auf das Land und meinen ersten Eindruck eingehe. Mhm. Also ist das schon noch sehr anders. Natürlich sind die Kulturen auch komplett unterschiedlich. Ecuador ist ja eher durch spanische Kolonialherrschaft geprägt oder die ganze Kultur, sind Christen, also uns fast schon ähnlicher zumindest. Und in Nepal ticken die Uhren schon noch sehr anders als bei uns im alten Europa. Wie sieht es denn heute in Ecuador aus? Das Projekt war ja beendet worden, wie du gesagt hast, von euch, glaube ich. Genau, in Ecuador haben wir es bis auf die letzte Sekunde fertig bekommen. Was ich mitbekommen habe, ist, dass das super läuft, auch super angenommen wurde, schon bei unserer Einweihungsparty und dass da jetzt regelmäßig Musikunterricht und Tanzunterricht und auch Taekwondo-Kurse stattfinden. Es ist ja im Grunde ein Jugendzentrum, ja. Und es ist eben zu einem sehr belebten Treffpunkt jetzt dort geworden. Ja. Also habt ihr da doch was erreichen können, das ist ja schon mal ein positiver Aspekt. Hoffentlich klappt das dann auch in Nepal so. Ja, auf alle Fälle. Ich wollte noch mal kurz auf euer Team eingehen, euer Projektteam, was ihr da vor Ort habt. Du hast am Anfang kurz gesagt, da gibt es so ein Sukuman, oder wie nennt er sich das? Sukuman ist der einer von zwei Leuten aus dem Dorf, die uns sein Feld, sein ehemaliges Kartoffelfeld zur Verfügung gestellt haben, auf dem wir jetzt bauen können. Ja. Okay. Er und sein Neffe. Und Suku, hat das irgendeine Bedeutung? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Es ist jedenfalls so, dass hier eine häufige Namensendung Mann ist. Ach so, das hast du jetzt gar nicht dazu gepackt, sondern die nennen sich wirklich so. Die nennen sich wirklich so, ja. Also es gibt auch den Namen Mann Badur, Sukuman, und so weiter. Also es ist komischerweise eine Parallele zu unserer Sprache, ja. Habt ihr, das würde mich jetzt einfach mal an der Stelle interessieren, haben die Spitznamen für euch? Ja, alle eigentlich. Was ist dein Spitzname? Für uns, ob sie uns Spitznamen geben. Für euch. So rum auch. Meinen Namen können sie erstaunlicherweise gut aussprechen, also sogar meinen Deutschen. Mich nennen sie wirklich alle Paul. aber jetzt gibt es zum Beispiel noch die Simone in unserem Team, die von allen nur Schimolla genannt wird. Oder den Matteo, der von allen nur Matilla genannt wird. Also mit einem O am Ende haben sie große Schwierigkeiten. Okay, ja, dann hast du ja Glück gehabt, dass du nicht Paolo hießt. Ja, da wäre bestimmt was Verrücktes rausgekommen. Um nochmal beim Team zu bleiben, wie viele Leute seid ihr und macht ihr das alle ehrenamtlich? Oder wie läuft das so ab? Und du hast auch erzählt, dass ihr verschiedene Rollen habt. Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen näher drauf eingehen? Genau, also wir machen das ehrenamtlich. Wir bekommen Kosten und Logis und haben die Reise gezahlt bekommen. Und drei von fünf Leuten aus dem Stammteam sind auch noch Studenten, inklusive mir. Wir haben jetzt ein Urlaubssemester genommen. Zwei sind Absolventinnen, die jetzt gerade nach ihrem Studium dieses Projekt noch angegangen sind, die Dani und die Simone. Im Grunde sind die alle Architekten, kurz vor dem Abschluss oder schon abgeschlossen, und haben jeweils ein Raumhaus geplant und wollen das jetzt umsetzen. Zum Team noch haben wir jetzt noch den Michi und die Annabella, die aus Deutschland dazugekommen sind, die uns jetzt auch noch unterstützen, die auch Architekten sind, aber auch von anderen Unis. Und mit den Rollen ist es eben so, dass im Grunde jeder alles übernimmt und jede Verantwortung trägt, aber wir zum Beispiel auch einzelne Rollen verteilt haben, die jetzt über das Projekt hinausgehen oder jetzt über unser eigenes Haus hinausgehen, wie zum Beispiel
Die Dani ist Medienbeauftragte, die kümmert sich um den Instagram- und Facebook-Auftritt. Die Leni zum Beispiel vergibt morgens Aufgaben und nimmt auf, wer alles auf der Baustelle ist. Dann haben wir die Simone zur Hausmutti gemacht. Sie ist also quasi dafür zuständig, dass eine gewisse Ordnung in unserem Haus und auch im Lager herrscht. Dann macht der Matteo die Kasse, nimmt also alle Kosten auf und ich bin übergeordneter Bauleiter. Okay, also du hast das alles noch im Blick. Genau, also ich führe in erster Linie Bautagebuch und nehme also auf, was täglich passiert ist und verteile auch Aufgaben für die nächsten Tage oder schaue, was an den nächsten Tagen zu tun ist. Ja, das klingt sehr geordnet und sehr, manch einer würde sagen, ja, deutsch, dass alles, ja, jeder seine Rollen hat und alles geordnet ist. Aber ich glaube, das ist auch notwendig, vor allem jetzt vielleicht in einem Land wie Nepal, damit man auch wirklich vorankommt. Genau, also man merkt diese, ich war lange irgendwie teilweise schon absolut wenig Vaterlandsstolz oder irgendwas, was, aber wenn man dann jetzt in so einem relativ unstrukturierten Land wie hier jetzt arbeitet, merkt man doch, dass die deutschen Strukturen und Tugenden einen doch relativ helfen können. Ja, das sieht man dann aber erst immer, wenn man dann nicht mehr da ist und man nicht mehr dieses, ja, diese Ordnung hat, was einem dann wirklich da, ja, was einer dann da vermisst, so in dem Sinne, und was man da wirklich hatte. Genau, ja. Nur vielleicht nochmal, um das Projekt jetzt so abzuschließen, wie ist euer aktueller Status? Ich habe ja vorhin schon gefragt, ob ihr noch im Zeitplan seid. Wo seid ihr jetzt und wie lange soll es noch gehen? Wir sind also leider, wie gesagt, leicht im Verzug gegenüber unserem Zeitplan, haben aber jetzt die Fundamente ausgehoben und auch schon angefangen, erste Fundamente aus Stahlbeton zu bauen. Und hoffen, dass wir jetzt in den nächsten 1 bis 2 Wochen mit den Fundamenten fertig sind und dann jeder tatsächlich an sein eigenes Haus rangehen kann. Aktuell laufen auch schon Prototyp-Tests, weil wir alle relativ experimentelle Bauweisen ausprobieren. Zum Beispiel probiert die Simone Wellerlehm. Das ist eine Art Lehmbau, wo man Lehm stapelt und ihn dann abschabt an den Seiten. Die Leni zum Beispiel will mit dem Plastikproblem umgehen in Nepal, also Müllproblem, und sammelt Plastik und will daraus wiederum Schindeln schmelzen. Was sind Schindeln? Schindeln kennt man auch aus Deutschland, sind in der Regel eigentlich Dachbelege, werden aber auch an Fassaden benutzt, sind eigentlich oft rautenformatige oder quadratische Holzstücke, die an die Dächer oder an die Fassade genagelt werden. Solche will sie aus geschmolzenem Plastik herstellen und es somit wiederverwerten. Ja, gute Sache. Sehr gut, ja. Also wir hoffen auch, dass das als Prototyp weiterverwendet werden kann, diese Bauweise. Ich versuche zum Beispiel aus mit alten Erdbebenüberbleibseln Türen zu arbeiten, aus Holz. Okay, was heißt das? Du verwendest die einfach wieder oder du zerkleinerst die und machst was anderes draus? Nee, ich will sie wiederverwenden. Also es gibt hier viele Lager, die eben Alttüren oder Altfenster meist aus eben Erdbebenabbrüchen wiederverkaufen, sodass man die günstig bekommt. Und mein Terrassenentwurf ist also so, dass es eine Holzstruktur gibt und die ganze Terrasse dann mit einer im Grunde der ersten Faltschiebeholztür Nepals gebaut wird, aus eben alten Erdbebentüren. Faltschiebeholztüren kennt man eigentlich aus Deutschland. Das ist, sind jeweils Türen mit 2 Scharnieren in sich, sodass man die Türen voreinander klappen kann. Es funktioniert also dann wie ein Vorhang, den man aus Holz, womit man die ganze Fassade dann öffnen kann und dann einen
atemberaubenden Himalaya-Blick bekommt von dieser Terrasse aus. Ja, da machst du es uns aber gerade ziemlich schmackhaft, dass wir das mit unseren eigenen Augen sehen wollen. Hast du dir das alles oder habt ihr euch das alles schon in Deutschland überlegt oder sind euch diese Ideen erst vor Ort gekommen? Das haben wir uns alles in Deutschland überlegt, also konzeptuell. Wir hatten alle unser Material, was wir eben bearbeiten wollen, und hatten einen Gesamtgrundriss für unsere Lodge. Wie wir aber dann mit den Materialien umgehen und wie die wirklich zusammen, also wie wir die Struktur aufbauen und wie jetzt zum Beispiel so eine Faltschiebetür funktioniert, konnte man einfach wegen den ganzen Ungewissheiten, die man in Deutschland noch hatte, dort gar nicht planen und wurde dann erst konkret hier geplant. Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant und auch ich finde es auch sehr cool, dass ihr da ja mit den Sachen, die euch da zur Verfügung steht, dass ihr da auch irgendwie so ein bisschen innovativ und kreativ mit ja, hantiert und ja, auch mal neue Dinge ausprobiert. Also das finde ich sehr cool. Und ich glaube, es kann auch nicht jeder von sich behaupten, dass er die erste Holzfallschiebetür in Nepal entworfen und gebaut hat. Ja. Wie lange bleibst du noch in Nepal? Kann leider nur noch bis Anfang März bleiben, weil ich dann meine Masterthesis in München machen will. Einige von uns bleiben noch 2 bis 4 Wochen länger, können dann wahrscheinlich noch hoffentlich letzte Verschönerungsarbeiten an der Lodge machen. Aber grundsätzlich hatten wir geplant, dass wir Anfang März mit den Lodge-Bauarbeiten jeweils für unsere eigenen Häuser fertig sein wollen. Ja, und dann bei Fertigstellung, ihr verlasst das Land, dann übergebt ihr das den Locals und dann wird das ja in lokaler Hand betrieben, diese Lodge. Oder wie ist da der Plan, der langfristige? Genau, es wird also natürlich von jemandem vor Ort verwaltet und es wird eine Kochstelle geben, also einen Koch, der dort arbeitet und die Besucher bekocht. Und es wird jemanden geben, der Besucher begrüßt. Das Management wird aber trotz allem noch von Deutschland übernommen. Einfach dann aus dem Grund, um das Geschick dort noch zu lenken und das Ganze zu überwachen und dann auch eben sicherzustellen, dass das alles gut läuft. Okay, was ich mich jetzt an der Stelle frage, wie wird entschieden, welche Personen jetzt ja, das leiten und wohin fließen diese Profite von der Lodge? Fließen die zu einzelnen Personen oder fließen die in die Community an sich? Wie ist da euer Plan? Es gibt die Community, die sich gegründet hat, auch rechtskräftig. Chimiki nennt sich die. Chimiki heißt eigentlich Community auf Nepalesisch übersetzt. Und die hat ein Board, also einen Vorstand, der sich dann eben auch der eben solche Entscheidungen treffen wird, wer welche Stellen übernehmen wird. Und dann wird natürlich einfach mit einem Kassenbuch und einer guten Buchhaltung gearbeitet, damit das eben auch von Deutschland aus transparent überschaubar ist, was denn jetzt für Einnahmen einfließen. Und dann wird eben gemeinsam entschieden, welche Schritte als nächstes gegangen werden, also welche Projekte jetzt sinnvoll sind umzusetzen und in Zusammenarbeit mit der Community entschieden. Ja, irgendwie einerseits natürlich nicht optimal, weil die dadurch nie ganz unabhängig sein werden, glaube ich, mit der Lodge, aber andererseits auch notwendig, weil ich glaube, das kann schnell auch dahin gehen, dass dann halt nur einige wenige sich die Profite der Lodge ja, aneignen und ja, dann, das ist natürlich dann auch irgendwie nicht Sinn und Zweck der Sache, schätze ich mal. Genau, das wollen wir auch verhindern, dass sich jetzt zum Beispiel der Sukumann, der uns das Land zwar geschenkt hat, aber trotzdem im Namen der Community im Grunde mehr Gewinne dadurch verspricht als andere. In erster Linie soll es ein Community-Projekt sein, wovon jeder in der Community gleich viel profitiert. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch, dass sich jeder von der Community gleich viel einbringt. Was bisher teilweise noch nicht so wirklich verstanden wurde, dass wir jetzt nicht nur ein Arbeitgeber sind oder die Wohlfahrt, die dort Arbeit schafft, sondern dass wir diese Community und auch den Zusammenhalt der Community eigentlich stärken wollen. Aber im Gegenzug auch erwarten, dass die sich eben so einbringen mit eigener Initiative und dass sie auch ihre eigenen Schubkarren oder Schippen mit auf die Baustelle bringen sollen und dürfen.
weil es eben allen zugutekommen soll. Ja. Daran anschließend würde ich dich noch fragen, wie du das Projekt in Zukunft siehst und die Erfolgschancen. So, meinst du, das wird alles auch in über die nächsten Jahre und so, wenn das alles mal fertiggestellt ist, ja, euren Zielen gerecht, oder siehst du da auch ein bisschen ja, Zweifel vielleicht sogar, oder? Es ist so, dass, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, nicht so richtig, aber dass ja 2015 das große Erdbeben in Nepal war, wo damals 40.000 Leute umgekommen sind und viele 100.000 Gebäude zerstört wurden. Das Land befindet sich also eigentlich immer noch im Aufbau. Ja. Und damit auch der Tourismus, also die größte Branche, befindet sich auch immer noch im Erholungsstadium. Also es wird wieder mehr, aber vor dem Erdbeben war es deutlich mehr. Und der Erfolg von der Lodge ist eben auch ganz klar daran geknüpft, wie der Tourismus sich entwickelt in Nepal. Ja. Und wir hoffen darauf, dass er sich weiter erholt und dass die Lodge gut angenommen werden wird. Sie ist auf jeden Fall eine Nische, also ist in der Nische. Es gibt wenig von diesen kreativen, außergewöhnlichen Lodges hier. Die meisten sind entweder traditionelle Gasthäuser oder neu aufgebaute in einem eher naja, ähnlichen Stil alle. Und wir hoffen, dass wir damit einen alternativen Touristen ansprechen können, der eben auch den Sinn und Zweck und die Chancen von dem Projekt erkennt. Und dafür muss es erstmal anlaufen, dafür müssen wir eine Plattform schaffen, das überhaupt zu streuen. Und wenn wir das geschafft haben, dass diese Lodge wirklich gut angenommen wird von Leuten, die dafür einen Sinn haben, dann glaube ich, dass sie ein großer Erfolg sein kann. Okay, also wird es möglich sein, dass irgendwie Backpacker oder so, weiß ich nicht, in einem Jahr oder so nach Nepal reisen und dann auch wirklich in dieser Lodge, wo ihr ja so hart gearbeitet habt, ihre Unterkunft finden? Genau, also wir hoffen, dass wir in einem Jahr schon im Lonely Planet stehen und in einer Menge Touristen und auch Backpacker da anlocken können. Hat die Lodge denn schon einen Namen, unter dem man die womöglich in einem Jahr finden kann, wenn man sich zu dem Zeitpunkt in der Region aufhält? Also aktuell ist sie unter dem Namen Chimiki Lodge schon auf Google Maps zu finden. So haben wir sie eingetragen. Ja. Chimiki, wie man spricht, mit Doppel-K allerdings. Das wird sehr wahrscheinlich der Name werden, wobei wir noch einige andere Witznamen erfunden haben, aber ich glaube, das würde jetzt nur zu Verwirrung führen, wenn ich die jetzt noch sagen würde. Ja, dann lassen wir es erstmal bei Chimiki Lodge. Planst du selbst auch nochmal wiederzukommen und auch vielleicht sogar in der Lodge zu übernachten? Auf alle Fälle. Das würde ich mir ungern nehmen lassen, wirklich mal das Komplettpaket dort dann auch genießen zu können. Das ist auf jeden Fall eine Option für mich, für weitere Projekte hierher wiederzukommen und eventuell da mitzuhelfen oder vielleicht auch wieder irgendwie in einer leitenden Tätigkeit dabei zu sein oder wie auch immer. Also hat dich trotz der Komplikation das noch nicht abgeschreckt und du bist noch immer voller Motivation? Absolut nicht. Alle Schwierigkeiten und Hürden sind aushaltbar im Vergleich zu dem, dass man hier wirklich was erreichen kann. Ja, das denke ich auch. Ja, also ich bin auch echt begeistert von dem Projekt an sich und kann auch jeden an dieser Stelle, der das jetzt gehört hat, einfach mal dazu animieren, das einfach mal auszuchecken. Die Jungs und Mädels haben eine eigene Instagram-Seite, ne? Genau. Und ja, wir kommen auch später nochmal auf eine Crowdfunding-Aktion zu sprechen. Bevor wir darauf aber zu sprechen kommen, möchte ich noch mal kurz vielleicht auf das Land Nepal allgemein mich fokussieren. Konntest du trotz deiner Arbeit denn schon so ein bisschen rumreisen und was auch von dem Land entdecken und aufnehmen? Ja, ich hatte jetzt tatsächlich nach 7 Wochen das erste Mal die Gelegenheit, 4 Tage, also heute war Tag 3, aber morgen ist auch noch ein Tag, das Land zu entdecken. Ansonsten hat sich das meist auf Kathmandu
beschränkt. Wir waren jetzt mit einem Local Guide für 3 Tage wandern, was wirklich sehr schön war. Man könnte sagen, dass jetzt eine super Zeit ist zum Wandern, weil es tagsüber zwischen 15 und 20 Grad hat. Mhm. Wir sind von unserem Ort losgelaufen in Richtung Dulikel. Das ist ein mittelgroßer Ort, haben dort eine Nacht geschlafen und sind dann weiter in ein Kloster, haben dort übernachtet. Ja. Und sind dann nochmal eine Tagestour weitergelaufen Richtung Panauti und von dort aus weiter nach Bhaktapur. Die Namen sagen euch Zuhörern natürlich jetzt wenig. Interessant ist, dass man eben hier im mittleren Hochland, also nicht ganz in dem Gebirge, auch super Tagestouren machen kann und überall Gasthäuser hat und noch viel von dem traditionellen Leben mitbekommt und an klaren Tagen eigentlich von überall das Himalaya-Panorama genießen kann und teilweise auch den Mount Everest und andere 7.000 bis 8.000er gut erkennt. Ach, tatsächlich konntest du den auch schon erkennen? Den erkennt man besonders von dem Bergdorf, wo wir arbeiten. Mhm. Man hat eben hier aus dem mittleren Hochland eine sehr gute Aussicht auf den Himalaya. Das ist eine sehr beeindruckende Aussicht, weil sie wirklich gar nicht mehr ist. Diese Riesenberge hören nicht mehr auf. Und wenn man sich darüber im Klaren ist, dass man auf 2000 Metern ist und in circa 50 Kilometern Luftlinie eine Wand voller weißer Berge steht, ist das schon sehr atemberaubend. Ja, mal abseits davon, dass klar, dass jetzt die perfekte Region ist, um eure Lodge zu besuchen. Sind denn viele Touristen in der Region an sich? Ja, man sieht immer wieder Wanderer. Hm. Natürlich ist es auch ein großes Ziel, wirklich in die Berge zu kommen und in die Nationalparks um die Berge rum. Ja. Aber auch in unserer Region bietet es sich vor allem an, von Kathmandu aus für Tagestouren oder so, wie wir es jetzt gemacht haben, 3 bis 4 Tagestouren. Wenn man gerade vielleicht nicht so erfahrener Tracker ist und nicht bis auf 4000 Meter und höher will, schöne Wanderungen macht und auch viel von der Kultur und dem traditionellen Leben noch mitbekommt hier. Ja, also auf jeden Fall mal an der Stelle ein Tipp, das ist eine gute Region, die man mal besuchen sollte. Auf alle Fälle, gerade wenn man zum Beispiel auch auf Durchreise ist und Nepal nur für einen Wochentrip oder 10-Tagestrip besucht, dann bietet sich es eigentlich nicht an, in die höheren Lagen zu kommen. Also könnte man zum Beispiel in Kathmandu und Bhaktapur die erst- und drittgrößte Stadt hier sich aufhalten und die Altstädte besuchen und natürlich auch, wie in allen asiatischen Ländern, viel shoppen gehen für günstige Preise und schöne Dinge und dann eben 3 bis 4 Tagestouren machen und in traditionellen Gasthäusern schlafen. Ja, du hast gerade schon angesprochen, die Stadt, die du neben Kathmandu genannt hast. Du hast mir im Vorfeld gesagt, dass die vor allem für dich bisher ein Highlight war. Kannst du uns da nochmal was genauer drüber erzählen? Genau, Bhaktapur heißt die genau. Stadt. Ist eine von den 3 Königsstädten, also den 3 besonders gut ausgebauten Städten Nepals. Meiner Meinung nach noch schöner als Kathmandu, weil Kathmandu vor allem sehr chaotisch und wuselig ist. Also an der Stelle einmal kurz, Kathmandu ist die Hauptstadt von Nepal. Ganz genau. Und Bhaktapur ist eben circa 20 Kilometer entfernt, aber die am besten erhaltenste mittelalterliche Stadt mit schönen rot gepflasterten Straßen, engen Gassen und Tausenden von Tempeln. Einem sehr prächtigen, großen Tempelplatz in der Altstadt. Und für mein Auge wirklich noch irgendwie traditioneller und schöner als Kathmandu. Ja, ja, wäre doch mal ein außergewöhnliches Reiseziel. Also ich kenne außer dir jetzt noch keinen, der nach Nepal gereist ist und da Urlaub gemacht hat oder das mal erkundet hat. Also auch deinen Erzählungen nach zu urteilen, ist das scheinbar sehr lohnenswert und ja, vielleicht ein mögliches Reiseziel für einen von euch da draußen. Preis-Leistungs-Verhältnis, hast du ja auch gerade schon angesprochen, ist wie überall in Asien relativ gut, ne? Genau, also ich würde sagen, dass man mit
Je nachdem, ob man in Hostels oder in Budget-Hotels schläft, zwischen 10 und 15 Euro pro Nacht auskommt. Höherwertigere Hotels sind dann eben 20 bis 25 Euro. Alles jeweils immer mit Frühstück, oft auch mit Abendessen. Und für das Essen am Tag muss man eigentlich nicht mehr als 5 Euro einplanen. Das, was am meisten ins Geld schlagen wird, würden ein Guide sein und Reisen, also Fahrten. Shoppen ist sehr günstig. Und natürlich, wie in den meisten nicht oder meisten Ländern außerhalb von Deutschland, ist das Bier und generell Alkohol recht teuer. Und hast du sonst noch einen Tipp für uns für Nepal? Gibt es da noch irgendwas, was du vielleicht jetzt vorher noch nicht gewusst hast, was dir dann erst im Laufe deiner Zeit in Nepal aufgefallen ist, was du vielleicht hättest vorher ganz nützlich gefunden, wenn du das gewusst hättest? Also, wenn man eher unbeschwerlich reisen will, dann muss man sich am besten vorher erkundigen, wo die besser ausgebauten Straßen sind, weil, wie gesagt, Nepal sich noch im Wiederaufbau befindet und viele Straßen, gerade die, die jetzt nicht gerade die Handelsrouten zwischen China und Indien sind, ziemlich schlecht ausgebaut sind und dadurch auch die Reisen eher beschwerlich werden. Ansonsten ist es auf jeden Fall lohnenswert, sich mit Locals zu befreunden, was auch ziemlich leicht ist, und sich unterstützen zu lassen und die Kultur so besser kennenzulernen. Ja, das hört sich alles sehr cool an, meiner Meinung nach. Und ehrlich gesagt, hast du auch mir persönlich das Land jetzt ziemlich schmackhaft gemacht. Also das schreibe ich jetzt auf jeden Fall auch auf meine To-Do-Reiseliste. Und ja, vielleicht kann man ja dann wirklich mal irgendwann in der Lodge sogar übernachten. Es wäre uns eine Ehre, wenn du als einer der dann vielleicht sogar ersten Gäste da in unserer Lodge dich einbuchen würdest. An der Stelle kommt wie immer der Tipp der Woche. Das wollen Luke und ich ja jetzt regelmäßig einführen. Und wie konnte es anders sein? Haben wir diese Woche als Tipp der Woche Pauls Nepal-Projekt. Und zwar haben die Jungs und Mädels aus Deutschland eine Crowdfunding-Website erstellt. Ja, erzähl mal, Paul, was gibt's da? Was muss man da wissen? Genau, die Crowdfunding-Seite, sie endet morgen, vom Tag der Ausstrahlung ausgehend am 14. Februar. Wir haben das Ziel, 15.000 Euro zu sammeln, um unserem Ziel der Fertigstellung näher zu kommen, und sind da auf die Hilfe von euch und jedem eurer Bekannten und Freunden angewiesen. Bitte gerne teilen, geht auf die Seite www.startnext.com/Nepal-Community-Lodge. Ja, ansonsten könnt ihr uns auch gerne auf Instagram unter Supertecture Hotels folgen oder auf Facebook unter Supertecture. Aber in erster Linie jede kleine Unterstützung, die ihr bis morgen noch tätigt, hilft uns weiter. Genau. Also wir haben das ganz bewusst noch vor der Frist des Projekts angesetzt, weil wir denken, dass das ein sehr gutes Projekt ist, was wir auch unterstützen. Und ja, können einfach nur jeden dazu animieren, einfach mal die Jungs und Mädels auszuchecken und sich vielleicht ein bisschen mehr mit dem Projekt zu befassen und dann auch einfach ja, mal bei der Crowdfunding-Seite vorbeizuschauen und vielleicht den einen oder anderen Euro zu spenden. Ja, wie ihr gehört habt, Paul ist einer der sympathischsten Menschen überhaupt und ja, das Projekt an sich ist ja, also ich wüsste jetzt nichts Negatives darüber zu sagen und es hilft den Leuten vor Ort und hilft auch wirklich, ja, den Wandel halt zu vollziehen von nach dem Erdbeben, was du auch schon angesprochen hast. Und ja, ihr wisst, wohin das Geld geht. Das weiß man ja auch manchmal heutzutage nicht mehr, wenn man das Geld spendet. Also ja. Schaut einfach mal vorbei. Paul wird sich freuen, wir würden uns freuen. Die Leute in Nepal würden sich doppelt freuen. Und ja, das würde ich sagen, war es dann an dieser Stelle. Paul, ich danke dir nochmal. Vielen Dank. Das war ein sehr interessantes Interview. Wir hören hoffentlich noch bald viel mehr von dir. Und ja, vielleicht kann man sich ja nochmal in Zukunft über ein Follow-up-Interview freuen, wo du uns erzählst, was aus dem Projekt geworden ist und vielleicht was für anderen Projekten du arbeitest. Ganz genau, kann ich mir gut vorstellen. An dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Ich hoffe, dass unsere Crowdfunding-Aktion nochmal ein paar Besucher bekommt und Unterstützer.
Also vielen Dank für das spannende Gespräch und Namaste aus Nepal. Ja, Namaste. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche, von wo auch immer ihr uns zuhört.